So, was ich jetzt probieren will, ist zum einen nochmal zu dem Turm auf der Seite des Waldes zu gehen. Und schauen, ob man von dort auch irgendwo hinkam. Ey, ihr zwei Spaßvögel, ihr wart doch auch schon die ganze Zeit da. It comes! Okay. Freut mich. Irgendwo ein Turm war. Wir hatten noch eine Karte. Okay, anscheinend war hier gar kein Turm. Aber der verlassene Turm, westlichen Turm kennen wir. Der Obelisk, die Bucht, die Klippen. Ja, genau, kennen wir alles. Dann will ich nochmal zu dem mittleren Turm. Ich mich jetzt ein bisschen verfranst, sag ich mal. Aber zu dem Baum wollte ich eh auch nochmal. Also. Halt so weg. Überzeugt. Dass es da auch einen Turm gab. Oh. Hier ist der Baum. Und da ist eine Zipline. Zwei Ziplines. Okay, zwei Fliegen mit einer Klappe gewissermaßen. Thank you.
Greetings, traveler. Would you like your fortune read? Okay. Beautiful, beautiful. Before we begin, I have one request. Mm-hmm. Tell me, what do you know of the Black Thistle of Eastshade? That's my thing. Isn't that? Ah, I see, I see. To read a proper fortune, I must have a sprig of Black Thistle. Will you bring one to me? Is this forbidden? Of course you can pick it, child. Who's to say I didn't place those signs there, so I'd never run out of thistle? Weil wir wissen, dass du sie nicht aufgestellt hast. Not per se, but I peered into the future. One of the perks of being a seer, you know. And I can say, with certainty, that no one else will notice if a single sprig is taken. Picking a single sprig in all of the forest won't do much damage, will it? In exchange for hearing your fortune, I can see some very interesting things in your future. Okay. So you'll bring some thistle? Splendid. See you soon. Und dann suchen wir mal so eine Schwarzkiste. Und jetzt speichern wir. Wenn irgendwas, wir speichern es. Tritt mich sofort in den Popo und schickt sofort irgendjemanden so, oh, du hast die Schwarzkiste Glück und oh nein, das darfst du nicht und jetzt kommst du ins Gefängnis und bist weg. Aber das ist nicht passiert bisher. Und wir wissen ja, dass man aus der Schwarzkiste diesen Hydra-Distel gemacht hat, also. You have the Black Thistle? Splendid, splendid! Shall we commence with your fortune? My fee is 3 glowstones. Okay. Ooh, I see. You have traveled from afar. O'er the great sea. Yeah, cool. Good fortune has brought you upon Eastshade's fair shores. You will help many people and certainly find the happiness and peace you have been looking for in this place. But be wary of those whose principles differ from your own. Also vor dir
There is nothing more I can share with you at this time. I know not what you mean. Life is what you make of it. Words are what you make of them. Silly traveler, I am but a keeper of these grounds, helping to take care of the tree and its undergrowth. I only pretend to be a fortune teller to seek out the wrongdoers. Zwecklos. Yes, seems people would do anything to hear their fortune. Hogwash, you wanted to pick the thistle, I could see it in your eyes. To make this right with the great shade, you must pick 5 weeds. This will protect the thistle. Alas, not from deviants like yourself, but it'll give the thistle more of a fighting chance in the soil. A small price to pay for teaching someone the errors of their ways. The great shade is the lifeblood of this island. And thanks to folks like you, it's in peril. If the simple black thistle goes extinct, the great tree will be at greater risk than ever. Oh yes, I hear her hooing like an owl sometimes around here. I usually pretend I'm not home. There's nothing to be done about the black thistle you already destroyed. But if you go pick 5 scragweeds, the black thistle may be able to spread their roots a bit further. Go now and make your amends. Okay, wir laden mal kurz. Gut, wir pflücken diese Distel jetzt nicht. Und gehen nochmal zu ihr und sagen, ihr wir pflücken. Einfach nur um zu schauen. Bring up a sprig of the black thistle, and I can tell you your fortune. Nein. Of course you can pick it, child. Who's to say I didn't place the... Not per se. Oh, but you have such a lovely fortune, child. Are you certain you want to give that up? Yeah. Not many around East Shade are as principled as you. What an impressive person you are! Oh ja, sehr eindrucksvoll. Oh, you silly traveler. I am but a keeper of these grounds, helping to take care of the tree and its undergrowth. Yeah. I only pretend to be a fortune teller to seek out the wrongdoers. Yeah. You have made the right choice. You gave up knowledge of your future. To preserve the future of the Great Shade. Yeah, wir sind super. If you want to help the park even more, I encourage you to collect 5 scragweeds from the forest. Those weeds do a lot of damage to the black thistle, and the great tree as well. Yeah. Wir haben 28 Strand heute.
Have you collected any invasive scragweeds? Beautiful. Simply beautiful. Oh, I do apologize for all the trouble I gave you, Traveler. Anytime you want to make Eastshade more beautiful, do bring back more weeds. I'll compensate you handsomely. Ach, ist das so? Do you have any weeds for me, Traveler? Ja. Do you have any weeds for me, Traveler? Nein, aber ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, was sie damit macht. I still like to have a few secrets of my own. Farewell, Traveler. Na dann. Suchen wir doch ein besseres Bild. Gut, jetzt will ich noch einmal in die andere Richtung. Einfach nur, um alles gemacht zu haben. Und so ist es hier. Als wir hier noch rumgelaufen sind und da noch überhaupt nicht lang kamen. Los. Wie cool. Stimmt. So, jetzt will ich aber gerade mal doch noch eine Kleinigkeit. Super viele Kleinigkeiten, ich weiß. Aber wir haben ja schließlich unser Floß. Und mit dem will ich jetzt noch zu dem Jungen rüber. Einfach nur, weil er auch auf so einem sitzt. Kann ich nicht mehr mit dir reden? Ich dachte, wir wären Freunde. Ach doch, kann ich. Hello, good friends. Well. Na, wir haben ein Floß. Ja gut. Dann tschüss, mein sehr guter Freund. Entschuldigung. Schauen, ob ich das vorher in den Pavillon machen kann. Hm.
Mysteriöse Mischung. Okay. Das wird spannend. Oh. Okay, ich glaube, wir sind nicht gut im Braun. Nein, wir sind definitiv nicht gut im Braun. Aber vielleicht können wir noch unsere mysteriöse Mischung trinken. Um Gottes Willen. Ich helfe. Das auf die Gemälde aus. Wir haben noch mehr mysteriöse Mischung, also machen wir das mal so. Okay, also die Wirkung scheint mir eigentlich relativ identisch zu sein. Auch irgendwie rot gefärbt. Und der Effekt ist auch hier. Okay. Und Moment. Ach so, das liegt vermutlich daran. Ich gerade gefragt. Die Kinder sind weg. Ich darf Feuer geben. Tschüss. Gut. Aber ich denke damit. Habe ich dann doch alles gemacht? Die ganzen Strandkräuter nicht. Oh Mann. Moment. So. Dann vermutlich Schilf, aber kein schweres Schilf. Noch ein bisschen Schilf gesammelt. Okay. Ich glaube, damit sollten wir uns vielleicht von Eastgate verabschieden.
heading back to the mainland? Do you already have a ticket or are you looking to buy? Ich würde mich ein Ticket, aber... Oh, you were on the Annabelle. Terribly sorry about that. Do you wish to board now? You don't have to take this ship. There are many coming through, all going to the mainland. Your ticket is valid for any North Sea shipping vessel. Ja, ich denke, wir gehen an Bord und verlassen diese Insel. Once you board, there's no turning back. You'll be mainland bound. Are you done with all your business here in Eastshade? Ja, ich bin bereit, an Bord zu gehen. We've got you in the very best room. Go right ahead. Have a nice trip. Und unser Feuer sieht man auch nicht mehr. Da hinten sieht man, glaube ich, die Kopfmauer-Ruinen. Kann das? Da ist der Turm von dem. Und da hinten sind die dann ins Eis. Aber da hinten war der Vater von den Kindern. Ach ja. Hier der Turm, wo der Architekt gewohnt hat. Und die Höhle direkt darunter. Und das vom Fluss mitgerissene Altlindo. Da hinten noch das Schiffswrack, auf dem wir gerade noch waren. Und Nava in der Ferne. Auf dem höchsten Gipfel. Und da hinten die Eisberge. Ja, wir haben viel erlebt. Liebe Cleo, es war schön, dich kennenzulernen und dich in unserer kleinen Stadt zu beherbergen. Ich wollte dir noch einmal für das Bild danken. Es hat eine gewisse Berühmtheit erlangt und die Leute reden darüber wie über einen kleinen touristischen Geheimtipp. Ich habe dir eine kleine Portion meiner neuesten Teekreation geschmeckt. Ich hoffe, sie schmeckt dir. Nika vom Gasthof in Lindau. Bilder, die wir aufgehoben haben. Cleo, hier ist der Parkwächter aus dem Nationalpark von Eastshade. Erinnerst du dich an die Samen, die du für mich gefunden hast? Ich dachte, sie wären kaputt, weil sie so alt sind, aber sie sind gesprossen. Die Pflanze ist sehr invasiv, wie du dir denken kannst, also verteile sie nicht überall. Parkwächter Victor. Ja, hat ja gesagt, nur in Topfen einpflanzen. Cleo,
Leo, du wirst dich vermutlich nicht erinnern, aber wir trafen uns in meinem Turm, als du wie ein Bauer mitten in der Nacht hineingetrampelt bist. Nachdem ich Eastshade verlassen habe, bin ich auf dem Muschelarchipel an Land gegangen und habe herausgefunden, dass du hier lebst. Während meiner Zeit hier konnte ich das Buch lesen, das du erwähnt hast, in dem meine Arbeit so hoch gelobt wird, und konnte mich sogar mit einigen lokalen Architekten treffen. Ich weiß nicht, ob ich sie Freunde nennen würde, aber wir verbringen viel Zeit damit, über Gebäude und andere hohe Künste zu sprechen. Jedenfalls, und ich weiß wirklich nicht wieso, hat sich eine davon in das Gemälde verliebt, das du von Lindo angefertigt hast. Sie würde gerne deine Arbeit in Anspruch nehmen und einige Gemälde in Auftrag geben, wenn sich für dich die Gelegenheit ergibt. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder, Azad. Oh Gott, der Typ. Das war echt so 100% Snape einfach von der Intonation her, das war so cool. Liebe Cleo, Kai und ich wollten uns bei dir dafür entschuldigen, in welchem Zustand du uns sehen musstest. Es war nicht unsere beste Zeit, könnte man sagen, aber dank dir haben wir unser Leben wieder auf die Reihe bekommen. Wir haben nichts, mit dem wir deinen Aufwand wieder gut machen können, aber ich hoffe, du nimmst diese Süßigkeiten und unseren tausendfachen Dank als kleine Aufmerksamkeit an. Kaelin und Kai, K&K Apotheke. Hey. Ich wollte gerade sagen, ich war hier noch nicht fertig. Hallihallo, liebe Freundin. Ich hoffe, es erging dir gut. Das Geschäft hier brummt, das hätte ich ohne dich niemals geschafft. Ich plane gerade eine Überfahrt zum Archipel. Es wird die erste Flugreise über die Hohe See. Ich hoffe, du kannst ein wenig Werbung für mich machen, die Leute neugierig auf die große Landung machen. Ich wünsche dir alles Gute. Ach, das war von der Kapitänin. Grüße, hier ist der Parkwächter aus dem Nationalpark von Eastshade. Ich weiß nicht, ob dieser Brief dich erreicht. Die Welt, sie wird größer und größer. Ich kann mir vorstellen, dass er verloren geht, aber ich wollte es versuchen. Den Wasserfüchsen hier geht es viel besser. Sie kamen aus ihrem Bau und ich habe sogar ein anderes Rudel unter dem großen Schattenspender entdeckt. Viele neue Leute entdecken den Park und die Wasserfüchse für sich. Also danke, dass du das möglich gemacht hast. Oben im Falkenhorst verkaufen sie diese hübschen kleinen Postkarten. Die Wasserfüchse locken so viele neue Leute hier heraus. Ich dachte, du würdest dich über eine der Karten freuen. Pass auf dich auf, Parkwächter Victor. Sweet. Das ist wirklich süß. Ich habe Mudwillow gebeten, mir dabei zu helfen, diesen Brief zu schreiben. Ich wünschte, ich könnte deine Sprache gut genug, um es selbst zu tun. Es hat mich sehr gefreut, dich zu treffen und mein Heim mit dir zu teilen. Ich hoffe, es geht dir gut, wo auch immer du gerade umherziehst. Ich würde mich sehr freuen, von dem Ort zu hören, an dem du lebst. Bitte schreibe mir bald zurück, wenn du Zeit hast. Alles Gute, liebe Freundin des Himmelsvolks. Das war mein Brief an dich. Auf bald. Ende. Alejo. Tja. Liebe Cleo, ich möchte dir dafür danken, dass du dein Talent mit meiner Tochter Sanja geteilt hast. Sie malt eifrig den ganzen Tag. Und unsere Wände sind fast komplett mit Bildern gefüllt. Sie bringt den anderen Kindern das Malen bei und wünscht sich eines Tages selbst zu reisen. Danke, dass du deine Inspiration mit ihr geteilt hast. Liebe Cleo, danke, dass du mir beigebracht hast, wie man Leinwände baut. Ich habe eine andere Malerin getroffen, also wirklich, und sie bringt mir bei, wie ich meine Bilder noch schöner male. Hoffentlich hattest du eine gute Zeit auf dem Heimweg und hoffentlich ist dein neues Schiff nicht gesunken. Du hast also eine andere Malerin getroffen und sie bringt dir bei, wie du deine Bilder noch schöner malst. Also, so wirklich. Ich bin die einzige Malerin hier. Puh, wie frech. Aber ja, ich denke... Ginas. Irgendwie schade, dass das so getimed ist, quasi. Weil ich ging nicht stark davon aus, sobald ich die Türe öffne, Roll Credits. Und genau das machen wir jetzt. Ja.
Wir beenden das Spiel. Danke, dass ihr auf dieser Reise bei mir wart. Und bis bald.